Aufseherinnen im Konzentrationslager, etwa 3.340 Frauen, sind in Ravensbrück dafür ausgebildet worden. Sie waren Teil des Systems der Unterdrückung, der Ausbeutung, der alltäglichen Gewalt und des Massenmords. Emma Lankes war eine von ihnen. Sie kam 1942 auf der Suche nach Arbeit hierher mit ihren drei Kindern. Nach dem Krieg wurde in der Familie nicht über ihre Zeit im KZ geredet. Ihr Sohn Hans hat erst nach dem Tod seiner Mutter den Weg zurück nach Ravensbrück gefunden. Hans Lankes verurteilt die Verbrechen der Nazis. Dennoch will er seine Mutter nicht pauschal als Täterin sehen. Ich bin nicht stolz darauf, dass meine Mutter Aufseherin im Konzentrationslager war. Aber ich bin stolz darauf, wie sie sich verhalten hat unter den Umständen. Für Ausstellungskuratorin Simone Erpel eine typische Aussage für einen Angehörigen der Aufseherin. Dass er seine Mutter verteidigt und rehabilitiert und eigentlich auch nur nach Beispielen sucht, wo seine Mutter positiv in Erscheinung tritt in Häftlingsaussagen. Aber es gibt ja auch eine weitere Aussage, die sie als Schlägerin ausweist. In der Bundesrepublik sind lediglich 77 der Aufseherinnen vor Gericht gestellt worden, ist in der Ausstellung zu lesen. Hans Lankes Mutter wurde 3 Jahre von den Briten interniert und 1948 als Mitläuferin eingestuft und entlassen.